Verstehe ich nicht. Das sieht ja aus wie so ein Dickdarm. Oder Dünndarm? Fuck. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein... Hallo Freunde der Sonne. Hallo Fans, Freunde und Stalker. Jetzt nochmal richtig, Leute. Ich hoffe, dass man meine Selbstbräunerflecken nicht sieht. Ansonsten, ciao mit mir. Bevor ich sage, was überhaupt heute im Video passiert, möchte ich erstmal die zwei Shoutouts verteilen. Und zwar an die zwei Personen hier. Falls ihr auch einen Shoutout wollt, einfach meinen Kanal abonnieren. Warum mache ich dann so? What the fuck? Und dann mir einfach nur einen Screenshot davon schicken per Insta-DM. So heiße ich auf Insta. Und... ja, dann habt ihr die Chance, ein Shoutout zu bekommen. Wie toll! Ganz wichtig ist nur, dass ihr auch die Glocke aktiviert. Und ja, dann habt ihr alles schon erledigt für ein Shoutout. Und ich muss ja so niesen. Haltet euch fest, jetzt kommt ein Knall. Falls ihr euch fragt, warum ich gerade so aussehe und nicht besser... es ist 2020! Ich bin und bleibe hässlich! Aber das Geilste sind ja die Leute, so Ende 2019. 2020 werde ich total schön. Jeder wird mich mögen und lieben. Ich sehe so attraktiv aus. Bitch. Das hier ist die Realität. Das hier. Okay? Danke. Ich habe auch pissgelbe Haare, aber ich dachte, wenn ich jetzt einen gelben Hoodie anziehe, sehen meine Haare vielleicht weniger gelb aus. Und ich hoffe, dass meine Zähne nicht so gelb sind wie mein Pulli, weil... wo kann man sich nochmal einweisen lassen? Warte, ich google das kurz. Hey Siri, ich habe psychische Probleme. Wo kann ich mich einweisen lassen? Ich verstehe. Hey Siri, ich habe psychische Probleme. Wo kann ich mich einweisen lassen? Nicht? Wenn du möchtest, schaue ich im Internet nach. Wo willst du denn sonst nachschauen, wenn nicht im Internet? Was ist falsch mit dem Programm? Für alle, die neu dazugeschaltet sind, by the way, ich heiße Tim, ich bin 19 Jahre alt und verhalte mich grundlegend wie ein dreijähriges Kind. Und jetzt kommen wir auch endlich mal dazu, was heute im Video überhaupt passiert. Und zwar habe ich... ich rotz die ganze Zeit rum. Voll geil. Ich habe mir eine riesengroße Leinwand von Mike bestellt. Ich habe das schon länger gesagt, dass ich das gemacht habe. Allerdings hat das länger gedauert und die Leinwand ist von... Zewe, Kewe, Rewe, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich weiß auch nicht, ob der Druck gut geworden ist. Auf jeden Fall habe ich jetzt einen XXXXXXXXL Mike auf einer Leinwand für 134 Euro inklusive Versand. Ja, ich glaube, so teuer war das. Und ich habe mir gedacht, ihr liebt Unboxings, also werde ich jetzt verdammt nochmal diese Leinwand unboxen. Und ich werde sie jetzt auch holen. Aber vorher zeige ich euch mal, wie riesig diese Leinwand in unserem Hausflur aussieht. Abbruch. By the way, meine Periode ging nicht auf meine Socken. Das ist einfach normal. Das ist Style. Ich habe halt so einen hässlichen Style. Ich komme da ja gar nicht mehr drauf klar. Wischt hier eigentlich jemand den Hausflur oder wollen wir hier alle an Krätze sterben? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und ihr wisst einfach nicht, was das für ein Foto ist. Ihr wisst es nicht. Oh mein Gott, ich weine halt gleich wirklich. Ich kann... ach ja, by the way. Das Video wird wahrscheinlich mehrere Tage dauern, weil... Digga, wie soll ich das denn alleine an die Wand befestigen? Ich muss einen Nagel in die Wand hauen. Oder muss ich bohren? Muss ich bohren? Ich kann nicht bohren. Bevor ich euch das Bild gleich zeige und wir das zusammen auspacken, wollte ich noch sagen, dass ich eine mega tolle Freundin hatte, die mir ein bisschen beim Foto geholfen hat, weil ein paar Sachen mussten weggefotoshoppt werden. So heißt die Liebe, und zwar Verena, und hier seht ihr ihren Insta-Account. Falls ihr auch irgendwie mal irgendwie was Grafik-Designer-mäßiges braucht oder ihr einfach generell folgen wollt, weil sie ist eine mega liebe Person, dann folgt ihr sehr gerne auf Instagram. Aber folgt mir bitte auch, weil ich brauche eigentlich den Fame. Ja, toll, fall mir doch direkt runter. Du bist doch gestört, bist du. Ja, Digga, same. Für diese Perspektive gehöre ich in den Knast. Ich hole jetzt die Leinwand, Bitches. Bruh. B.
bin ich mir sicher, dass ich das hier in meinem Zimmer... Ey, Leute, da ist ein Mic drin. Okay, Vorsicht, Fragile! Achtung, Leute, Mic-Transport! Oh, Bitches, ey, wie soll ich die... Oh, fick die Henne, wie soll ich das denn... Ah! Oh mein Gott, es ist 2020. Ich habe 2000... Oh doch, ich habe 2020 schon wegen Mike geheult. Mm. Ich dachte, das lässt nach. Ah! Oh Gott. Ih, das war jetzt aber auch echt wie in so einem französischen Porno. Okay, reicht. Ich habe definitiv keine Freunde. Warte, ich mache mich was kleiner. Vielleicht denken dann die Leute, die Leinwand wäre größer. So. Och Mann, ich dachte, wir wären schön. Egal, ich bin wunderschön von innen. Ich verliebe mich zuerst ins Äußerliche, aber dann in den Charakter. Glaubt ihr das eigentlich selber? Wer hat denn hier schon wieder geschissen, Alter? Safe ich. Yeah, we love that style. Und jetzt, gib ihm. Hallo Bitches, Mike Singer. Geil, ich kann Mike jetzt immer antworten. Aber ich weiß gar nicht, wo sein Gesicht ist. Ihr wisst gar nicht, welches Foto. Okay, stopp. Wir gehen jetzt die Sache... Ich freue mich so, oh mein Gott. Kann meine Mutter heute nicht bitte 15 Minuten länger arbeiten? Ich brauche jetzt echt gerade mal Zeit für mich selbst. Und nein, ich hole mir keinen runter. Ich wollte nur sagen, wenn dieses Video hier 1200 Daumen hoch bekommt, dann werde ich ein Ich beantworte eure unangenehmen Fragen Teil 2 Teil 2 drehen. Da könnt ihr mir dann alle perversen Fragen, whatever, die ihr mir schon immer stellen wolltet, sehr gerne stellen. Also, zersprengt den Like-Button. Spaß, eigentlich will ich nur Likes und Fame. Kann ich das Video auf 10 Minuten strecken, damit ich 4-mal Werbung schalten kann? Ihr werdet sehen. Ich denke ja. Da ist Petra. Petra, you are my spirit animal. So, hier mache ich mal... Das klappt nicht. Das habe ich mir irgendwie effektiver vorgestellt. Scheiße, jetzt mal for real. Ich kann's nicht. Oh mein Gott, bleib ruhig. Als erstes durchtrenne ich die... Oh, Sven. Deine Hose! Sie nervt! Aha. Geil. Oh mein Gott. Ich packe Mike aus. Okay, das klingt so pervers. Falls ihr Bock habt, schickt sehr gerne Mike das Video. Ich weiß, dass er meine letzten 30 Videos nicht gesehen hat. Aber ganz ehrlich, Leute, geben wir auf im Jahr 2020. Lassen wir uns von Mike fertig machen, wenn er uns ignoriert? Ja, das tun wir. Das sieht ja aus wie so ein Dickdarm. Oder Dünndarm? Nabelschnur. Rein. Vorsichtig. Komm mal dahin. Kannst du das? Ja. Ja, ich pack die halt jetzt aus. Ja. Ja, und jetzt? Was ist? Nichts. Ich habe auch schon Nachhilfe gegeben. Ich wollte einfach nur sagen, mein Leben ist geil. Nee, halt einfach gar nicht. Nee, warum ist es nicht geil? Weil ich mein Leben nicht mag. Warum nicht? Warum? Warum nicht? Warum sagst du sowas? Tina, weil es Fakt ist. Ja, pack ich das jetzt aus, das ist okay. Warum magst du denn dein Leben nicht? Weil ich es nicht mag. Was fehlt dir denn? Mike. Aber deswegen habe ich ihn jetzt auch bestellt. Ja, pack doch jetzt mal aus. Nee, du darfst doch nicht dabei sein. Warum nicht? Nee, das geht nicht. Ich brauche da jetzt erstmal meinen... Du hast so einen Schaden. Ich gehe jetzt zum Sport gleich. Das ist so gut. Was? Gehst du jetzt echt zum Sport, weil da kann ich die halt auspacken. Au! Ich war schon joggen. Ja, das kann ich nämlich jetzt da nicht, bitte. Nee, ich krieg mein Leben richtig auf den Griff. Warum findest du denn dein Leben scheiße? Keine Ahnung, ich wäre gerne Justin Bieber. Was ist das? Bei jedem erreichen, aber bei denen, die wollen. And I will always love you. Verstehe ich nicht. Das war literally mein Jahr 2020.
in 2 Sekunden. Das Foto ist so schön. Das. Oh mein Gott! Ich fühle es! Was genau, Tim? Das Holz? Die Leinwand? Die Farbe? Okay. Fuck. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein. Ich meine, es hat ja doch 134 Euro gekostet, ne? Eins? Keine mehr. Oh mein Gott! Seht ihr das hier? Seht ihr das? Seht ihr das T auf seinem Pulli? Das steht halt für Tim. Clickbait! Für eure Fanpages! Falls ihr, by the way, generell Memes erstellt, Leute, ich liebe Memes über alles. Also tut es bitte einfach. Oh mein Gott. Habt ihr euch jemals Kinder von Mike gewünscht? Can relate. Mir wurde halt gerade bewusst, dass ich jetzt halt niemals mit Mike befreundet sein werde. Weil wer hängt sich von seinen Freunden eine 1,5 Meter große Leinwand ins Zimmer? Ich weiß halt nicht, ob ihr seht, wie scharf dieses Foto ist. Ich lieb's. Ich lieb's. Oder ich häng halt das da weg. Hallo. Oh, die ist echt krass. Oh, die ist so groß. Ich nehme alles zurück. Darf ich jetzt heulen? Auch wenn es höchstwahrscheinlich viel zu spät sein wird, weil das Video natürlich später online kommt. Wo würdet ihr die Leinwand hinhängen? Da, wo Miley hängt, hier oder dahin? Ja, was soll ich sagen? Ich bin voll geflasht. Das ist quasi ein Traum, ne? Hä, du findest das doch jetzt echt nicht schlecht. Ja, Hammer. Nee, ich finde... Hä, sei mal ehrlich, nein, du fandest... Nein, es ist doch... Jetzt sag doch nicht immer, es ist... Es ist ja, es ist gut. Es ist ja. Ja, das können wir machen, wenn wir sowieso streichen. Wann? 2050. Das war's jetzt mit meinem Video. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Ich muss ein bisschen leise reden. Wenn du im nächsten Video auch ein Shoutout haben willst, dann folg mir einfach sehr gerne auf YouTube, aktiviere die Glocke und send mir davon einen Screenshot per Insta Direct Message. Ich hab euch ganz doll lieb und wir sehen uns in meinem nächsten YouTube-Video wieder. Ciao!